Mensch Maler. Der tägliche Kolumnen-Podcast mit Günther Mahler. Diese Woche mit Christian Orschmann. Ich weiß, ein ganzer Wirtschaftszweig lebt davon und wir lieben sie ja alle. Umfragen. 33% essen gerne rote Erdbeeren, 22% grüne Äpfel und zu schwarz fällt mir nichts ein. Na okay, vielleicht Brombeeren noch oder Zucchini. Was gerne dabei vergessen wird, sind diese Umfragen wirklich ein Spiegelbild der Gesellschaft? Die beste Umfrage kam in diesem Jahr vom Automobilclub ADAC. Der ADAC hat Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzentwurfs der Initiative Berlin Autofrei und präsentierte die Umfrage, 77% der Berliner seien gegen das Vorhaben. Lassen wir mal dahingestellt die Sinnhaftigkeit des Vorhabens. Frech ist nur, es wurden nur 100 Menschen befragt und der berühmte Satz gilt, diese Umfrage ist nicht repräsentativ. Ich hinterfrage allerdings, kann denn bei den Umfragen zur Wahl sie es sein? Mal sind es 1.000, mal 3.000 Menschen, die befragt werden. Es kursiert bei uns in der Familie der Satz, traue keiner Umfrage, die du nicht selbst gefälscht hast. Wir sollten das lassen mit der, wenn am Sonntag Wahl wäre, welcher Partei würden Sie Ihr Kreuz geben? Die berühmte Sonntagsfrage. Entscheiden Sie nach Programm oder Ihrem Gewissen. Fertig. Mensch Maler. Der tägliche Kolumnen-Podcast mit Günther Mahler. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.